Ich gehe gleich auf den Sendebildschirm, weil ich nicht weiß, wie lange die gute neue Kamera aushält. Also, wir haben, jetzt stehe ich im Schatten, egal. Wir haben den letzten Single Whip. Auch entspannen, Gewicht ist vorne rechts. Dann öffnen beide Hände mit der Handfläche nach oben. Dann kommt diese, die rechte Hand in Richtung Ohr, während wir zum kurzen Schritt kommen. Dann gewichte ich nach rechts, die Ohrhand geht nach vorne und die linke geht zur Hüfte und mein linkes Bein wird zum schmalen Stand angestellt und der Oberkörper ist verdreht. Ja. Untere Hüfte in Richtung Fußspitze des belasteten rechten Beins, aber Oberkörper ist nach vorne. Genauso wie die Fußspitze vom linken Bein. Von unten aufbauen, erst den Schritt vorne links ankommen. Dann der halbe Schritt, ja. Dann die Gewichtung mit Hüftdrehung ins rechte Bein und dann das linke zum schmalen Stand nachkommen lassen und sich daran erinnern, dass der Oberkörper verdreht ist. Das ist das, was hier unten stattfindet, muss man natürlich ein paar Mal wiederholen, ist klar, ne? Damit man das auch memoriert, behält. Nicht schleifenfähigen Übungen nicht so gerne, weil die dann sehr abgehackt sind. Man muss ja immer anfangen, nachkommen lassen, Hüfte drehen, rankommen lassen. Dann schon beim Nachkommen lassen, dann denken, dass die Ausrichtung des Oberkörpers während der Hüftverlagerung immer noch nach vorne bleibt. Wichtig. Das ist, ja, nach dem Weg fragen gibt es auch als Übersetzung, aber da kann ich noch weniger mit anfangen. Also das ist Nummer 12 in der Peking-Form. Das soll es für diesen zweiten Ansatz gewesen sein. Ich packe mein Zeug ein, weil ich langsam Hunger kriege.